Wir von der christlichen Initiative Romero setzen uns seit 1980, seit der Ermordung des Erzbischofs Oscar Romero in El Salvador, für Menschen- und Arbeitsrechte, insbesondere in Mittelamerika ein. Das heißt, wir treten für Textilarbeiterinnen, für Indigene und für Frauen ein, unter anderem, und machen das einerseits dadurch, dass wir Projekte unterstützen, Basisorganisationen in den Ländern, die eben für solche marginalisierten Gruppen eintreten. Und andererseits machen wir hier in Deutschland Bildungs- und Kampagnenarbeit, um eben die Leute hier vor Ort zu sensibilisieren für die Zusammenhänge zwischen Konsum in Deutschland und Lebens- und Arbeitsbedingungen in Mittelamerika. Gleichzeitig möchten wir, dass sich der Verbrauch fossiler und metallischer Rohstoffe weltweit reduziert auf ein global verträgliches Niveau und auf ein ökologisch verträgliches Niveau, global gerecht. Und dafür möchten wir, dass es strengere Richtlinien gibt für Unternehmen, dass diese ihre Verantwortung, ihre soziale Verantwortung, ihre ökologische Verantwortung wahrnehmen. Beispielsweise mit der Supermarktkampagne, wo eben Supermärkte ihre, die halt Eigenmarken haben, dass dort die ökofaire Verantwortung einfach eingehalten wird.